Letztes Mal haben wir viel geschafft und sind hier stehen geblieben. Ich weiß auch gar nicht, wie einem das nicht gefallen kann. Ich finde das echt unfassbar sexy, Digga. Muss ich auch mal erwähnen. Nachdem wir alles kurz designt haben, ne? Wir sind jetzt seit über 8 Stunden dran, ja moin. Und heute geht es mit umso mehr Prozess weiter. 196 Piglins, das ist immer noch das Ziel. Und wer weiß, vielleicht kommen wir da auch genau heute hin. Ein weiter folgender, unfassbar kranker Part. Ich wünsche euch dabei unfassbar viel Spaß. Schaut gerne auf Social Media vorbei. Ich bin auf Twitch jeden Freitag, Samstag und Sonntag von 18 bis 22 Uhr live. Ebenfalls bin ich auf Instagram momentan plus minus aktiv. Let's go, rein in das Video. Kurz designen, in Anführungszeichen, wir sind jetzt seit über 8 Stunden dran, ja moin. Müssen wir uns jetzt einmal, wie gesagt, um Stormproofen kümmern. Hier einmal die Blöcke, die da sind zum Beispiel, da müssen überall entweder Knöpfe, Fäden gehen nicht, oder? Trotz Fäden kann auf Blöcken was spawnen, bedeutet, wir werden wahrscheinlich entweder Druckplatten, irgendwelche Eisenfalltüren oder Knöpfe usen. Was anderes fällt mir auch nicht ein. Da oben, warte, ich hole mir mal ein Stack Raketen. Raketen hier. Hier. Wo bin ich denn durchgeflogen? Tschüss. Hier oben werden wir wahrscheinlich eher Knöpfe. Also hier werde ich einfach überall Knöpfe setzen, schätze ich mal. Was anderes wäre ziemlich sinnfrei. Und wirklich alles spawnen. Wir dürfen nirgendwo, Digga, nirgendwo darf was spawnen. Das ist ultra wichtig. Auch wie sie laggt, das ist so krank, Digga. Alles spawnproof, Digga. Riesiges Gebilde einfach geworden. Wunderschönes Ding, Alter. Ich hab kurz designt. Die Statue, finde ich, reißt aus dem Raum so viel raus. Ich weiß, manche sehen das nicht so. Aber mir gefällt die echt extrem gut, Digga. Wenn du von hier aus kommst, dann ist das einfach was echt sehr Schönes. Es macht den Raum sehr persönlich. Versteht ihr, wie ich meine? Ich denke, wir holen auf jeden Fall noch 4 weitere Beacons und machen einmal einen Vierer-Beacon auf die Seite. Und einmal einen Vierer-Beacon auf die Seite oder setzen die alle einzeln irgendwie geil oder so. Genau, Sonntag 20 Uhr, Digga. Bauen wir hier Piglin-Stationen und dann werden die da raufgehauen und irgendwie eingefangen und so ein Scheiß. Und der Plan jetzt ist es, Piglins zu holen. Ich habe mich gerade schon mal in einem Video dazu belesen. Also ich habe mir ein Video angeguckt und das wird heute eine Mission, Bruder. Manche im Chat haben vorher schon gesagt, yo, Valation, du wirst verzweifeln, du wirst ausrasten, ey, ja, dies, das, Ananas. Was soll ich euch sagen, wird wahrscheinlich so kommen. Die Art, wie man diese Viecher einfängt, ist ja mal so zum Kotzen. Wir müssen eine Plattform bauen, da werden wir Fungus draufsetzen, damit es diese riesigen, fetten Viecher verjagt. Und dann werden wir Boote draufsetzen auf diese Plattform, wo dann Piglins reinkommen. Diese Piglins brauchen Goldschuhe. Heißt, sie werden jede Menge Goldblöcke mit dahin nehmen, werden Goldschuhe craften, damit die nicht despawnen. So, dann müssen die ein Schwert haben. Wir dürfen keine Piglins nehmen, keine Piglins, die einen Crossbow haben, sondern nur Piglins mit Schwert. Was anderes geht nicht. Dann müssen die sich im Boot setzen und aus dem Boot müssen wir sie rausholen und mit einem Goldingot in ein Loch locken. Das ist, wird lustig, Alter. Auf jeden Fall müssen wir hier oben, für alle, die es nicht verstanden hatten, wir müssen hier drüber eine Plattform bauen, dann das mit dem Booten machen und dann die Dinger einfahren. Wird, denke ich, ein paar lustige Momente geben. Wird eine pure Qual. Ich werde wahrscheinlich, also der Typ hat für eine Station, für ein so ein Ding, 4 Stunden gebraucht. Ah, Freunde, was geht, was geht, was geht, was geht? Du kannst direkt weg. Okay, einer sitzt schon mal. Einer sitzt, der hat aber einen Crossbow, der muss sterben. Die kleinen Viecher müssen wir auch töten. Crossbow, die mit Schwertern müssen da rein. Die mit Schwertern müssen sich da unbedingt reinsetzen. So, dann kommt der hierher. Weg mit dir. Massenangriff! Nein! Okay, das kann echt kompliziert werden, glaube ich. Das wird, glaube ich, wirklich komplizierter, als es ist. So, Freunde, könnt ihr mich jetzt in Ruhe lassen? Ich komme in Frieden. Zack. Weg mit dir. Ich brauche nur die mit Schwerter. Ich glaube, wir haben nur noch... der da. Zack. Die zwei Jungs hier können runter. Weg mit euch. Okay, Chat, die müssen jetzt alle hier rein. Wir müssen jetzt nach und nach die Dinger da reinlocken. Und vorher sollte ich mal mein Inventar gleich mal aufräumen. Vorher brauchen die Goldboots. Genau, wir müssen denen einmal alle ein Rüstungsteil geben. Hier, du kriegst einen. So, dann kriegst du einen. Hey! Und du kriegst auch die Nike. Du muss da rein, okay? Warte, was ist, wenn ich ihm Gold da reinschmeiße? Rennt er dann dahin? Hier! Da! Geh da rein, du Fette! Der erste von 192. Chat, fehlen nur noch 191. Kann jemand das counten irgendwie? Und er hat Goldboots an, alles gut. Ich hoffe, die despawnen nicht. Und wir müssen gleich nochmal hier, wir müssen da drunter mal ausleuchten. Das ist noch wichtig. Hä? Hallo? Hallo? Wo willst du hin? Du, der will Gold. Genau. So. Hier, komm da. Ja. Genau. Und jetzt musst du da rein. Geh zurück.
Scheiße. Gibst du nur einen Stupser? Ich schlag die nicht. Nur noch 189! Du? 3 von 189. Madame Nummer 4. Mein Freund. Das war jetzt der 23. Piglin im letzten Loch. Der 23. Piglin von 8 Löchern. Wir haben 191 Piglins von 192 gefangen. Und jetzt kommt der allerletzte, ich würde fast sagen der Heilige, den wir da reinpacken können. Dann du bist es. Du bist der heilige Letzte. Der, der das Glück hat, Bruder. Die Lags sind echt krank. Der Lag ist real. Ja, da können wir nichts ändern. So, bam. Wir haben überall 24 Stück drin. 192 Dinger. 24 fertig, ja. Warte, wir gehen mal runter. Hey! Frieden! So. Bruder! Bruder, wie krank ist denn das bitte? Warte, wir machen mal hier überall auf. Das ist fucking insane. Was macht ihr jetzt so Geräusche? Ach so! Leute, die werden geil auf mich. Hört ihr das? Jo, was ist das denn? Ey, ja. Wir sitzen hier im Stream. Der Beat von den Piglins im Hintergrund. Er geht ab. Fick deine Mom. Mann, das kann ich und er ist nicht schlapp. Digga, es ist fertig. Wir haben 192 Piglins um uns rum und ich wollte jetzt eigentlich mal was gucken, ob das jetzt eigentlich so geht. Aber droppen die das... Was war denn das, Digga? Warte mal. Zack, zack, zack. Warte. Ach ja, moin. Bruder, wie heftig. What the fuck? Halbe Kiste, die rauskommt. Mehr als eine halbe Kiste, Bruder. Holy shit. Wir haben Stack Spektralfeil, Stack Key, Stack Seelensand, 21 Feuerkugeln, 10 Obsidian, 1 Stack Nether Quarz, Weinender Obsidian, 1 Stack Schwarzstein, verschiedenste Tränke, Enderperlen, 1 Stack Leder, 1 Stack Fäden. Ich krieg hier gerade richtige Glücksgefühle drin, Bruder. Wir machen das hier mal schnell wieder zu. Nicht, dass hier gleich noch andere Sachen mit den Piglins passieren, du. Warte, wir gehen mal in die Kiste runter gucken. Wir gucken mal. Warte, ist das gar nicht hier angekommen? Die Glock hat nicht hingehauen, Chat. Ah, oh mein Gott, deswegen nicht. Ja, moin, das kann gar nicht gehen wegen den Blöcken, die da waren. Ja, okay, daran habe ich jetzt gar nicht gedacht. Jetzt aber. So, Bruder, und jetzt wird das alles einsortiert, langsam aber sicher. Bruder, warte mal, ich tu mal alles rein, was wir jetzt allein durch diesen einen kurzen Trade bekommen haben. 10 Obsidian, 30 Crime Obsidian, dann hier ein Stack Nether Quartz, ein Stack Spektralfeile oben in den Trichter, mal auch noch was, ein Stack Nether Ziegel, fast ein Stack Feen, fast ein Stack Leder, Bruder, Alter, uff. Die Spawnfläche brauchen wir nicht mehr. Und danach gucken wir mal, wie wir weiter verfahren mit dem ganzen Ding hier. Es ist zu wild. Es ist so wild, es ist so wild. Es leckt zwar aus der Hölle, aber es ist trotzdem krank einfach. Wir haben jetzt hier alle Piglins drin und die Plattform abgebaut. Wir müssen jetzt hier einmal eigentlich Laternen außenrum setzen. Da, da, da und da. Und müssen dann Vines setzen. Also hier an die Füße müssen Vines, damit die so hochgehen, damit den Stuff auch zu mir droppen, wenn ich hier stehe und das wirklich hier reinfällt. Die Ranken haben wir im Inf. Wie hat er das gemacht? Er hat das aufgemacht, Chat. Hat das dann abgebaut. Ich hoffe, ich mache hier jetzt nichts falsch. Und dann hat er die einmal so. Und dann das daran, ne? Genau, dann gehen die nämlich einen Block hoch. Ja. Perfekt. Stellt euch mal vor, ihr seid ein Piglin und werdet von einem Minecraft-Spieler eingesperrt mit 24 gleichen Piglins eurer Art. Und dann musst du dein ganzes Leben lang traden, währenddessen du an einer Ranke hängst und auf einem Block mit 24 Leuten eingesperrt bist. Die tun mir no joke leid. Doch, da ist ein Wein. Da ist auch eins. Dann müsste hier eins sein, da ist eins. Hier genauso. Und hier hinten ebenfalls, ja, perfekt. Alter, Bruder, das sieht so krass aus einfach. Dieses Bild einfach. Holy shit. Ja, wir gucken mal kurz ins Tutorial, ob es irgendwelche weiteren Schritte gibt. Ja, und er fängt schon an. Wenn er so bei uns gleich aussieht, raste ich richtig aus. Plan. Wir holen jetzt doppelkistenweise Gold. Doppelkistenweise, wir brauchen 8 Doppelkisten, um die Farm einmal anzuschmeißen. Und ja, danach setzen wir das alles. Vorher hole ich aber noch Endstäbe und setze das einmal da oben auf das Glas, weil er das auch hatte. Und keine Ahnung, ich habe ein bisschen Angst, dass es sonst nicht funktioniert oder so. Und wenn wir das Gold haben, können wir das Ganze jetzt noch anschmeißen. So, hier, ich glaube auf die Höhe, wa? Zack, zack. Dann machen wir hier noch so eins drauf. Perfekt. Kann ich irgendwie hier an die Seiten noch irgendwas, um das schöner zu machen? Das sieht ja echt hässlich aus, Digga. Ja, das sieht auch hässlich aus. Oder wir machen Wirrfalltüren außenrum. Ja, das ist eine gute Idee. Ich höre nochmal 3 Falltüren, die machen wir außenrum und dann geht's los. Und dann kommt das dahin. Ich würde das auch einmal hier oben dann einfach machen. Sieht einfach besser aus. Ja, das gefällt mir gut. So, dann können wir jetzt durchziehen.
Dann haben wir hier erstmal alles voll mit Gold. Ich würde jetzt einmal noch in die... Das Gold packen wir hier mal raus und packen das Gold schon mal hier in eine Kiste einfach nur zum Auflagern, also zum Lagern. Für den Moment, wenn wir hier die 10 Doppelkisten morgen dann ranholen, falls es dann dazu kommen sollte, was ich schätze. Und dann haben wir jetzt überall das Gold drin, ne? Theoretisch können wir anfangen, oder? Wir machen jetzt den ultimativen Test-Chat. Wir fahren einmal die Dinger aus und danach gucken wir mal, ob die Dinger uns Stuff zuschmeißen oder nicht. Ich habe irgendwie ein bisschen Angst, dass gleich entweder irgendwas mit allen Piglets passiert und sterben oder whatever. Oder freigelassen werden, warum auch immer oder wie auch immer, was alles passieren könnte. Oder dass irgendwas explodiert oder so. Ich kacke mir zwar gefühlt fast in die Hose, weil ich irgendwie, ich bin so aufgeregt, Digga. Ich versuche das hier nicht in die Länge zu ziehen, aber no joke, es ist einfach so, es ist krass, meine Freunde. Ich habe Gold, okay? Warte, muss ich die ausfahren? Ne, jetzt muss ich die ausfahren, ne? So, so, so und so. Oh je. Es geht los. Ha! Digga, was? Jo! Mashallah. So, nicht anders. Die da droppen aber nichts. Doch, die droppen auch. Ja, sie droppen. Na, Alter, Bruder. Bruder, wir haben eine neue Ebene des Projekts erreicht. Wir haben eine neue Ebene des Projekts erreicht. Eine ganz neue Ebene. Meine Üben. Jo, 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 was? Was, Digga? Mein Inventar ist voll. Ja, moin. Chillig. Alter, Bruder. Was passiert hier? Was willst du machen? Das ist krank. So, dann das aus, das aus, das aus. Doch, natürlich. Das ist super nachgekommen, Digga. Hier ist nicht ein Item. Hat alles funktioniert. Das ist nur hier, das ist hier liegen geblieben. Ich habe falsch geguckt. Das lag nur hier. Es ist alles ein... Digga, es ist bis hier... Es ist... Oh nein, ja, hier, wir haben, ich Vollidiot, Digga, wir haben das nicht beachtet, dass der Pisten natürlich nicht vorzucken kann. Warte, wir müssen einmal ein Item durchschmeißen. Jetzt wird's weiter geschossen, ja, das war mein Fehler. Das war ein Redstone-Fehler, weil da zwei Blöcke gefehlt haben. No, das Projekt ist jetzt, es war vorher schon dieses andere Level. Und jetzt haben wir nochmal eine neue Stufe vom Projekt erreicht. Ach ja, ach ja, ach ja, ach so, Digga. Fick mein Arschloch. Ja, Digga, was? Wie lange standen wir da? 2 Minuten? 1 Minute standen wir. 1 Minute, das zählt nicht dazu. 1 Minute, 10 Stacks Soul Sand gefühlt. 20 Stacks Keys. Sonst wie viele Seelenläufer Boots. Fäden ohne Ende, Digga. Wir brauchen, um das Lagersystem zu aktivieren, von jedem Item mindestens 6 Stacks. Für jeden Item-Slot. Bedeutet, wir müssen das 1 Stunde durchlaufen lassen, bevor wir die Items sortieren können. Weil für jeden Item-Slot brauchen wir 6 Stacks, damit das Lagersystem so funktioniert, wie wir wollen. Und deswegen müssen wir erstmal abwarten. Und danach können wir erst das Lagersystem so einrichten, vom Redstone her, dass es ordentlich sortiert. Und wenn das gemacht ist, können wir danach das Gold holen, was wir herbringen, um halt durchzutraden. So. Ja, was soll ich euch sagen? Papa Velation stand über die Zeit AFK heute und hat einmal, ja, die 1,5 Doppelkisten an Gold, die wir da gestern reingepackt haben. War ja ein bisschen mehr als 1,5 Doppelkisten, aber halt 1,5 Doppelkisten pro Slot der Piglins. Das habe ich mal durchlaufen lassen. Hat auch super funktioniert. Ganz dickes Ding ist jetzt so. Und jetzt, ich weiß, das ist vielleicht ein bisschen viel für eure Nerven jetzt. Und ich weiß, viele werden darauf nicht klarkommen, aber passt mal auf. Bruder. Wartet, ihr müsst euch kurz weiter festhalten. Es geht noch weiter. Ihr denkt jetzt so, yo, Digga, wie, die ersten 3 Kisten sind voll. Oh mein Gott, Per. Das hätte man auch erwarten können. Schon ziemlich lächerlich, was du da hast. Aber wartet. Wartet, wartet. Guck mal. Es geht weiter, Bruder. Es geht einfach weiter. Es hört nicht auf. Der Itemrausch hört nicht auf. Das ist alles, ich glaube, ja, eine halbe Stunde. Wenn überhaupt eine halbe Stunde. So, dann das hier ist voll, das ist voll, das ist voll. Dann gehen wir mal hier rüber. Und auch hier. Was, es nimmt kein Ende. Es nimmt kein Ende. Es ist komplett voll. Sogar hier bis in die 4. Doppelkiste manchmal voll. Und das bis zum, ja, bis hier hinten hin im Prinzip. Es ist krank, Bruder. Es ist wirklich, wirklich krank. I guess 6 Stacks von jedem Item sind da, ja. Das definitiv. Und darum werden wir uns jetzt auch kümmern. Ich habe hier einmal, nur damit ihr Bescheid wisst, oben so eine, ja, Plattform raufgebaut. Einfach zum Schutz, weil ich ein bisschen Angst hatte zu sterben, aber ist nichts passiert. Und jetzt werden wir einmal 6 Stacks, wir brauchen nämlich einmal Items, um die hier, ich glaube, der Trichter hier muss voll sein. Und dann müssen wir hier halt ein Item reinmachen und andere Items umbenennen. Beziehungsweise kümmern wir uns darum als allererstes. Das sind jetzt hier die letzten Items und die Lags lassen wieder zu wünschen übrig, Bruder. Das ist ja wirklich krank hier. Zack, zack, zack und zack.
Der letzte Stack ist gedroppt. Ich glaube, der despawnt da unten jetzt. Der despawnt ist aber auch egal. Scheiß einfach drauf. Wir haben das Lagersystem soweit jetzt sortiert. Seid ihr froh darüber? Wie glücklich seid ihr von der Skala von 1 bis 10? Ja, es ist jetzt ja alles ordentlich clean sortiert. Es funktioniert alles und... Oha! Hier ist jetzt soweit alles sortiert und die nächsten Durchläufe können kommen, wo wir dann, oder wo wir dann nicht mehr sortieren müssen, sondern wo alles direkt vollautomatisch einsortieren wird in die verschiedensten Kisten. Das Redzone-System ist fertig. Die Piglins stehen. Also es ist eigentlich soweit alles in Butter. Das Einzige, was jetzt fehlt, ist Gold. Wir werden jetzt hier einmal einen Trichter ran tun. Ah, nee, sorry. Hier. Hier kommt jetzt ein Trichter ran und dann werden wir 10 Doppelkisten nach oben stapeln. Ja, aber wir wollen hier 10 Doppelkisten Gold im Prinzip ran tun, damit ich mich hier wirklich mal für 2 Stunden oder so wenigstens AFK stellen kann. Und wenn die Dinger 10 Doppelkisten Gold durchgetradet haben, 10 Doppelkisten, Bruder, und wir danach in das Lagersystem gucken, dann wird euch, glaubt mir, euch werden die Augen rausplatzen. Dafür müssen wir jetzt erstmal jede Menge Goldblöcke holen, die wir dann umcraften zu Gold und dann sehen wir mal weiter. Wir hatten jetzt hier gerade ein kleines Problem, das fixe ich jetzt auch direkt, denn die Items, die überschüssigen, sind bei dem AFK-Test nach hier hinten geflogen. Hier hinten sind sie einfach nur gelandet und sind nicht despawned. Bedeutet, ich hatte gerade im Stream über knapp eine Stunde lang, durchgehend ein Standbild und ich konnte nichts machen. Überhaupt nichts. Gar nichts. Weil ich halt ein Standbild hatte. Jetzt müssen wir da erstmal das neue Feuer setzen. Und ich weiß auch gar nicht, wie lange die Farm durchlief. Also sie lief, denke ich, maximal eine Stunde jetzt durch. Nicht 5-6 Stunden, sondern nur eine Stunde. Weil halt, nachdem da so viele Items waren, dass ich ein Standbild hatte, haben natürlich die Piglins auch nicht mehr getradet und nichts mehr hat in irgendeiner Art und Weise funktioniert. Deswegen ist es relativ schwierig. Hier, Feuerzeug, perfekt. Dann setzen wir jetzt erstmal das Feuer hin und gucken dann nach, wie viel Gold noch da ist. Und wenn wir wissen, wie viel Gold noch da ist, können wir einmal gucken, wie viele Items bei dem AFK-Test jetzt zusammengekommen sind. Ich würde auch gerne gucken, wie viele circa despawned sind oder was vor allem despawned ist. Das interessiert mich eigentlich, was despawned ist. Aber das werden wir so schnell jetzt erstmal nicht herausfinden. So, das Feuer brennt, Chat. Gucken wir mal ganz kurz, wie viel Gold ist hier noch drin. Na doch, es wurde schon... Ja, es wurde schon ordentlich was reingebuttert eigentlich. Ja, circa 4 Doppelkisten von... 10. 4 Doppelkisten von 10 sind durchgeballert worden. Der Rest ist hier noch drin. Ja, hierzu würde ich jetzt sagen, sobald wir wieder hier sind, werden wir einmal, oder dann gleich, im Prinzip gleich werden wir einmal dann hier das Design fertig bauen, weil das Gold ist ja jetzt drin. Das Lagersystem funktioniert soweit, also ohne große Probleme, außer dass dann allzu viel Stuff war. Aber das war ja jetzt nicht der Fehler vom Stuff. Es sind jetzt 4,5 Doppelkisten zusammengekommen. Auf jeden Fall werden wir danach, sobald wir wieder hier sind, das Design hier bauen mit diesen Lampen, was ich vorhatte. Dafür müssen wir, glaube ich, nochmal mit Fäden und Zuckerrohr ist es, glaube ich, ne? Ein paar Structure-Blöcke bauen, dass wir das ja einfach nacheinander hochziehen können und es dann nach unten hin bauen können. Du brauchst für Gerüste Bambus. Ach so, Bambus. Oh, Bambus habe ich aber auch genug, glaube ich. Oder habe ich, ich habe alles Bambus irgendwann mal zu Stöckern gecraftet. Ich Vollidiot. Ich hatte mal automatische Bambus-Farm. Das Problem ist, ich habe die irgendwann abgebaut, weil die halt nicht mehr funktioniert haben, die Bambus-Farm. Und jetzt brauche ich Bambus für Gerüstblöcke, habe einfach nichts, Digga. Perfekt, dann bauen wir hier jetzt so provisorisch eine Bambus-Farm hin. Willst du Level-Weltrekord haben? Was ist der? Digga, es gibt keinen offiziellen Level-Weltrekord leider. Sonst wäre ich auf den hinaus. Aber den gibt's, also einen offiziellen gibt's halt leider nicht so. Aber ich will 10.000 Level haben für 3 Döner von meinen Mods. Das ist Ziel. Ja, wenn ich 10.000 Level habe, spendest du mir 500 Euro G-Fail. Also ist jetzt der 10.000 Level-Wette, ist der Einsatz jetzt schon insgesamt von euch als Zuschauern, dass wir um 3 Döner und 500 Euro wetten, oder was? Ja, er schreibt ja. Alles klar. Digga, dann bin ich dabei. Aber G-Fail, die Frage ist, ob du in einem Jahr oder so doch das Let's Play guckst. Das ist halt ganz entscheidend. Ich darf dich nicht zu hart verschätzen. Wenn du gewinnst, G-Fail, dann kriegst du für 3 Monate VIP. Das ist gut, Digga. Das ist gut, da muss ich kein Geld bezahlen. Wir haben jetzt hier das erste, was das angeht, fertig. Ich würde jetzt einmal hier die Gerüstblöcke abbauen. Also die Ständer, die hier stehen. Und wenn die Ständer weg sind, können wir uns einmal angucken, wie das aussieht und dann überlegen, ob wir das dann darauf übertragen oder wie wir das dann machen. Aber also so wie meine Meinung jetzt ist und so wie ich es jetzt sehe, oder bin ich mir ziemlich sicher, oh warte, wir müssen vorher noch die fliegenden Endstäbe abbauen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass wir das Ganze so beibehalten. Aber ja, wir sehen nichts. Also hier sind, glaube ich, keine großen Endstäbe mehr dazwischen. Ich wollte irgendwas dazu noch nicht sagen, sondern irgendwas machen. Oh mein Gott, ich hab's. Kennt ihr das, wenn ihr was in eurem Kopf habt und euch fällt der Scheiß nicht ein? Boah, das habe ich so oft. Ja, es sieht sehr gut aus. Weiß ich nicht, Digga. Von hier, guck mal, von hier, Digga, das ist ja so weird. Von hier geht das voll fit durch diese Abteile, die hier sind. Passt das irgendwie da hinten?
Von hier finde ich es voll in Ordnung, aber wenn man einmal von hier guckt, Digga, na, ich weiß es nicht. Aber es ist auf jeden Fall ein Upgrade zu vorher, das definitiv. Ja, keine Ahnung, wir bauen das jetzt einfach, wir führen das fort. Und wenn es mega beknackt am Ende aussieht, dann ist es so. Junge, dann heul ich einfach. Wenn wir das jetzt sehen, ich muss sagen, mir gefällt das sehr, sehr gut. Also es hat wirklich nochmal was rausgeholt, dass wir diese Dinger unten angebaut haben. Ohne die Dinger wäre es echt nicht so wild gewesen. Keine Ahnung. So, wenn wir einmal hier rüberlaufen. Ja, hier sieht es auch ultra nice aus einfach. Und von außen ist es auch echt schön. Und hier hat man jetzt auch mal einen Ausblick auf irgendwas. Das gefällt mir sehr, 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 sehr gut. Warte, wir gehen nochmal hier hoch, damit wir uns jetzt einmal von hier angucken und auch von hier. Es sieht echt schick aus. Es ist echt nice geworden. Wir müssen jetzt einmal die Beacons umsetzen als Next Step. Aber vorerst gucken wir uns das Ganze mal ohne Lightpack an. Weil ich habe ja jetzt, wie man in meinen Videos auch sieht, ich habe ja ein Lightpack drin. Bedeutet, wir sehen keine Schatten, ne? So wie hier jetzt auch. Die Dinger da machen Licht. Und ich will einfach mal wissen, wie die Lichtressourcen aussehen ohne das Lightpack. Also im Prinzip normal. Normales Minecraft ohne irgendwelche Modifikationen. Das interessiert mich jetzt wirklich, weil das Licht kann richtig viel rausholen. Warte mal, wir gucken mal hoch. 3, 2, 1. Es ist jetzt nicht ultra heftig. Der Beacon fuckt halt richtig ab, Digga, dass der Beacon da unten steht. Aber wenn wir nur so gucken. So geht eigentlich, wa? Sieht aus wie ein Raumschiff. Naja, Raumschiff würde ich es jetzt nicht callen. Eher wie so eine, wie irgendwas, was halt so abgehoben ist vom Boden. Wisst ihr, wie ich meine? Und es sieht halt wirklich aus, als würde es auch schweben. Als würde es schweben. Der Effekt, den ich wollte, dass es halt so fliegt, ist genau so rausgekommen über diese Sachen. Ja, also ist wirklich top geworden. Ist wirklich, wirklich top geworden. Habe ich wieder eine sehr, sehr gute Idee gehabt. Und die vor allem auch richtig stabil auch umgesetzt. Ja, okay, wir setzen jetzt, wir bauen den Beacon da ab und machen dann einmal uns die Koordinaten bereit und setzen dann den Vierer-Beacon hier irgendwie ordentlich hin, dass ich überall Effekte habe und dass das auch ordentlich aussieht, weil jetzt, wie der Beacon jetzt steht, ist ja mal, Digga, das ist ja mal mega wack. Das ist ja richtiger Abfall. Aber ja, dann bauen wir hier jetzt einfach nur irgendwie eine Trapdoor hin oder so mit einem Schalter, whatever, dass wir hier mal ordentlich reinkommen und rauskommen. Mit einer Leiter oder so. Das sollte eigentlich alles funktionieren, ohne große Probleme. Ja, okay, dann sind wir fertig. Ja, oh mein Gott, so hätte ich das die ganze Zeit schon machen können. Dann schauen wir uns einmal den Stuff, den wir hier überall haben. Machen eigentlich alles in einmal in Steigerkisten bereit. Bringen den Stuff weg. Und dann können wir das Projekt hier offiziell als abgeschlossen, in Anführungszeichen, ansehen. Ich werde mich dann halt AFK stellen über die nächste Zeit. Es gefällt mir so fucking gut, was wir da rausgezaubert haben. Guckt euch das mal an, Digga. Das ist einfach so ein Dream. Das ist so schön geworden. Diese Laternen haben wirklich so viel mehr rausgeholt. Ich habe wirklich zwischendurch, habe ich wirklich gedacht, yo, das wird einfach richtig kacke aussehen. Aber es hat wirklich einfach richtig, richtig was rausgeholt. So, guck mal, dann bauen wir das hier einmal. Ich zeige euch jetzt das Design, okay, was ich vorhabe hier anzuwenden. Ist relativ easy. Hauptsache, das sieht ein bisschen ordentlicher aus, als es jetzt ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil sonst triggert mich das echt aus der Hölle. So, dann kommt hier ein Half-Step drüber. Dann tun wir einmal hier Half-Slaps hin und dann hier einfach Glas drüber. Und schon, da passt es nicht hin, weil es so mittendrin steht, aber stellt euch mal vor, das wären wir in einer modernen Stadt oder so, da würde das mega wild aussehen, Digga. Dann gucken wir mal, Chat, ob das alles so richtig ist und so fertig ist, weil guck mal, also wir haben jetzt hier oben soweit alles fertig, das stimmt, hier kann man sich reinstellen, dann haben wir hier, jede Menge davon, hier haben wir 21 Dinger drin, Redstone-Blöcke drin, Digga, what the fuck. Achso, und ich werde mich dann, Chat, einmal irgendwie über die nächste Zeit, werde ich mich einmal AFK stellen ordentlich und ja, dann freuen wir uns hoffentlich darüber, wie produktiv die Farm ist. Wir sehen uns dann wieder, wenn ich hier AFK gestanden habe und ich einmal, ja, euch den Ertrag zeige, den jetzt, oder der dann über die AFK-Zeit von den, ich glaube, 5 oder 6 Doppelkisten an Gold, der dann da draus zusammengekommen ist. Ich kann euch ja erstmal ganz kurz zeigen, Chat, was jetzt über die AFK-Zeit, die ich hier verbracht habe, zusammenkam. Warte, wir müssen erstmal die Chunks runterstellen. Es ist ja wirklich unerträglich. Also, wenn wir einmal hier oben gucken, ich kann euch das ja zeigen, hier ist alles leer. Also, no joke, die Kisten sind bis auf null. Die Piglins haben sehr viel getradet. Ich weiß gar nicht, Chat, wenn die Piglins Gold gedroppt bekommen per Redstone, aber das Gold von mir kommt, also ich es in die Kiste gelegt habe, wird es in den Statistiken so gewertet, als hätte ich mit den Piglins getradet? Also, habe ich jetzt so 50.000 Piglins Trades? Oder ist es jetzt nur so, ja, Performer im Prinzip, weil die das ja per Redstone gedroppt bekommen haben. Wir haben jetzt, habe ich euch ja gerade schon gezeigt, wir haben jetzt hier über 9 Doppelkisten, oder was heißt, an den ersten Reihen sind es über 9 Doppelkisten, voll mit Keys, ja, bis hier. Das sind alleine schon 27, dann haben wir hier nochmal 8 Doppelkisten, sind 35, dann haben wir hier nochmal, keine Ahnung, sagen wir 6 Doppelkisten,
meisten sind 41. Also ich gehe davon aus, dass wir all around um die, lass mich nicht lügen, 60 bis 70 Doppelkisten Kies haben. Ihr dürft nicht vergessen, überall wo wir reingucken, sind dort oben die erste Reihe, die ihr da seht an Kisten, die sind auch schon voll. Also die sind da oben alle voll. Also wie gesagt, ich denke aus 14 Doppelkisten Gold haben wir ungefähr, beziehungsweise 14 Doppelkisten an jeder Pigment Trade Station, also insgesamt 112, genau, aus 112 Doppelkisten Gold haben wir einmal über 60 Doppelkisten Kies, Digga. Haben dazu jede Menge Quarz. Warte, hier können wir mal 10, weil das interessiert mich wirklich. Doppelkisten 27, Doppelkisten plus da oben. Um die 30 Doppelkisten an Quarz. 30 Doppelkisten Quarz. Das Ding ist, also für mich wirkt es so wenig. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ich habe die Farm gebaut. Ich stand hier AFK. Ich habe den ganzen Stuff so ermöglicht, wie er hier ist. Aber man muss sich halt immer ins Gedächtnis rufen. Stellt euch mal vor, wir hätten 30 Doppelkisten Quarz farmen müssen. Das dauert Tage. Wenn nicht sogar Wochen, Digga. Also no joke, das dauert Ewigkeiten. Und wir haben es jetzt innerhalb von 4 Stunden vielleicht, wenn überhaupt, wo ich nur AFK gestanden bin, wo ich nicht am PC war. So, und auch hier haben wir, glaube ich, mehr. Sogar bei Seelensand ist es sogar mehr. Da kann ich gar nicht mehr oben rangucken. Warte, wir schnappen uns mal und stacken mal hoch. Ja, es ist bis hier oben voll. Alleine hier in dieser einen Reihe sind bestimmt, lass mich nicht lügen, 11 Doppelkisten Seelensand. Nochmal 10, auf jeden Fall mehr als 10. Lass es 25 Doppelkisten. 6, 31, dann hier nochmal 4, 40. Und dann da, okay, ja, also 41 plus die oben. Vielleicht 43 insgesamt, 43 Doppelkisten an Seelensand. Die Farm ist insane. Ja, hier haben wir auch um die, ich schätze mal wieder 10, 11. Doppelkisten Strings plus, ey, es ist krank, plus 4 sind 15, 16, 17, plus die da oben, die voll sind, nochmal 20 Doppelkisten Strings, Digga, 1, 2, 3, 4, 5, ja, okay, 5,5 nur, ja, das muss man sagen, das ist gar nicht so viel, 5,5 Doppelkisten Obsidian, 6 Doppelkisten mit dem, was da oben ist. Wie lange dauert es, 6 Doppelkisten Obsidian zu farmen? Auch Tage, Wochen, wir haben das innerhalb 4 Stunden bekommen, 4 Stunden, Digga. Mit Strings 20 Doppelkisten, mit 60 Doppelkisten Kies, mit wie viel, 30 Doppelkisten Quarz, mit, weiß ich nicht, 40, 50 Doppelkisten Seelensand, alles in diesen 4 Stunden. Ich fass es nicht. Auch hier will ich gar nicht reingucken, Alter, das ist doch auch wieder so eine Masse. Warte, ist das bis oben hin schon voll? Ich fass es nicht, Digga. Okay, hier aber wenigstens nicht. Oh, 27, 28, 31, 32 plus 3 da oben, die voll sind. Um die 35 Doppelkisten an Nether-Ziegel. Um das jetzt nochmal zusammenzufassen. Ich stand, insgesamt, ich möchte die Ausmaße dieser Farm erläutern und euch nahebringen. Ich stand jetzt insgesamt, lass es eine Woche an der Goldfarm sein, die ich da stand, mit Umcraft nochmal 4 Stunden rechnen die dazu, um das Gold ranzuholen, was wir hier verbrennen. Ist halt eine ganze Woche, die du AFK stehst. Trotzdessen haben wir durch diese Woche AFK-Zeit, durch nochmal 4 Stunden oder so, die wir an der Farm AFK standen, also nicht allzu viel Zeit, haben wir insgesamt 60, also alles zusammengefasst, haben wir 60 Doppelkisten Kies, wir haben 30 Doppelkisten Quarz, wir haben über 30 Doppelkisten Strings, wir haben über 40 Doppelkisten Seelensand, 6 Doppelkisten Obsidian und dazu noch über 40 Doppelkisten oder mehr sogar, glaube ich, an Nether-Ziegeln und wahrscheinlich auch noch doppelkistenweise Leder, doppelkistenweise Crying Obsidian sowie doppelkistenweise, ne? Feuerbälle, Arrows, Enderperlen und unser wunderschöner Schwarzstein. Dazu haben wir Seelenläufer 3 en masse, dass wir es nie wieder verbrauchen können. Und Feuerresistenztränke haben wir definitiv auch mehr als genug. Und das alles durch, ja, insgesamt würde ich sagen, eine Woche AFK-Zeit. Eine Woche. Obsidian, allein für das Obsidian und für den Seelensand vielleicht, hättest du eine Woche gebraucht. Wir haben dazu noch 60 Doppelkisten Kies, 30 Doppelkisten Quarz und noch so viel mehr an Stuff, was einfach dazu ist. Einfach dazu gerechnet, Digga. Die Farm hat sich mehr als gelohnt. Jetzt schon, obwohl wir sie nicht mal krass betrieben haben. Jetzt schon. Und was nach dieser unfassbaren Farm das nächste Projekt in Vorbereitung auf den Amapolis wird, das seht ihr in der nächsten Folge in 3 Wochen am Sonntag. 16 Uhr hier auf dem Channel. Seid dabei.